Ja, Drauf Leute. geschissen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ARK. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, müssen wir unseren NPC noch holen. NPC. NPC, die Tee saufen. Die muss nämlich für uns noch Da gibt's gleich Fettelfbeben. die Kleinigkeiten dann noch machen. Zum Beispiel Holz sammeln. Was krabbelt denn da ins Bild? Oh nein! Hat sie sich Eine Säge! einfach fetten dreist ins Haus Raus! geschlichen? Raus mit! Nein! Hast du angeklopft oder angeklingelt? Nein, Leute! Wir haben Da keine Klingel ist unser gebaut, Mann. NPC, die Tee saufen. Die kam hier einfach mal vorbeigeschneit in die Bude. Sie ist auch in der Nähe gespawnt. Das war eigentlich relativ gut. Die ist nämlich da gespawnt, wo uns dieses Hologramm. Alter, geil, die putzt sogar den Boden. Ja, nice. Du hast einen Fleck vergessen, Tee saufen. Echt, ey. Auf jeden Da Fall, liegt Tee doch Scheiße saufen auf dem braucht jetzt Boden. noch ein Tier und wir wollten Penelope und Santa Tee saufen was bescheren, so nachträglich zu Weihnachten. Ey. Es geht wieder los. Ey. Die rennt hier wieder mal im Kreis. Sie freut sich jedenfalls, euch alle zu Gen sehen. genau, wir wollen jetzt nämlich Tee saufen, ein. Ja. Wie ich das schon auch gerade erzählt habe. Genau, ein Dino kriegt sie. Gut, oh Gott, wie lange haben wir das nicht mal gemacht? So, anpfeifen erstmal. Sie kriegt ein Kanobaby. Und verhalten. Aktive Wandern. Das war anpfeifen, ne? Naja, zuerst anpfeifen. Und dann U. Und dann die ganze Zeit U, bis der Balken durch ist. Und wenn die denn Ei gelegt haben, dann. Oder. Na, die. Dein Viech ein Ei gelegt hat, dann pfeifst du an. Und deaktivierst es. Gut, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und Wanderung wird aktiviert. Liebe, Gut, jetzt klappt's. Liebe. Wird wieder krass, die Pfiffen hier. Teesaufen bekommt einen kleinen Kanu. Kann sich drum kümmern. Teesaufen kann ja schon mal rübergehen und sich Fleisch. Ach nee, Fleisch brauchst du noch gar nicht. Nee, brauchst du noch nicht Teesaufen. Kannst hier bleiben, Mann. Ja, das Pfeifen geht los, Ich Leute. bin mal gespannt. Es müsste eigentlich schnell gehen. Das habe ich nämlich auch hochgedreht. Die Ja, mal sehen, ob es Brutzeit. nach Mami oder nach Papa kommt. Natürlich nach Papi, Santa Claus, ey. Nein, Na Mama logisch. ist stärker. Ach, scheiß auf Mama. Santa Claus Ey. ist besser. Santa Ja, Claus hat schwach. geile Farbe. Der Ha? schimmelt schon. Der schimmelt gar nicht. Das ist eine Tarnfarbe, Mann. Der schimmelt. Der schimmelt nicht. Doch. Nein. Hättest du ihn Schimmel nennen sollen. Nein. Na, wo hängt's hier? Das war das Vorspiel. Die machen kurz eine Pause. Glaube, wir haben ein Leck oder so. Die Zeit läuft nicht. Yep. Die Paarung, die Prozente laufen gerade nicht. Die lieben sich auch gerade nicht mehr. Pass auf, gleich kommt so ein Bop und dann ist es schon fast fertig. Ich habe auch keine Herzen bei den beiden. Was ist mit euch los? Stimmungsschwankungen? Los, legt ein Ei, Mann. Sollen wir woanders Nee, hingucken? guck Ah, mal, jetzt ist wieder. jetzt. Wusste ich's doch. Ich schleich mich schon mal nach hinten. Schön pfeifen. Alter. Ah, mein Zeigefinger. Schön pfeifen. Schön weiter pfeifen. Mein auch, mein auch. Einer ist angepfiffen. Alles klar. Okay, dann stellen wir mal jetzt aus. Verhalten. Wandern Deaktivieren. deaktivieren. Ist deaktiviert. Geil. Einzelgeil. Oh, ich esse es nicht. Oh. Und? Zu heiß? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Ich Warte mal. hätte. Ist ja allgemein hier zu warm, ne? Ja, hier ist geil. Wozu Cool. habe ich die Fackeln jetzt aufgestellt? Alter, die Brotzeit, die rattert ja runter. Na, einige sind sehr hyperempfindlich. Die Fackeln werden wir schon brauchen. Beziehungsweise, wenn wir bis dahin noch nicht so eine Dinger haben. Ja, das ist dein Ei. Und wehe, du schlägst jetzt mit linker Maustaste. Ja, das ist dein Eichchen. Ich werde mal Fleischeslust holen.
nicht im Schrank. Welcher Schrank? Ich will nicht in den Schrank. Ach so, du willst nicht in den Schrank? Ey, keiner guckt hier aufs Ei. Ey, Teesaufen, schäm dich. Da geht's nämlich schon los, ihr Lieben. Wer Dark and Light gesehen hat, der weiß, wie Teesaufen so tickt. War das jetzt gar richtig? Nicht. Das war richtig. Gar nicht. Das hat Telia gesagt, Teesaufen. Ich war's nicht. Dein Viech, ey, wird Bombe. Es wird sicher ein Mädchen. Das wird besser als unsere Viecher. Ja, da gucken die beide. Ja, leg die Axt weg. Teesaufen braucht ja auch sehr viel Schutz. Da freut die sich, ey. Und genauso das Heranwachsen des Babys sollte auch schneller gehen. Damit wir das alles so in einer Aufnahme haben. Ne? Und nicht in 35 Folgen. Den Kanon, denn ich bin bald tot. Ja. Ich lebe nicht lange. Teesaufen springt mich, ich weiß nicht warum. Ist er auch im Paarungsrausch oder so? Unser kleiner Hobbit. Ja, sie sucht jetzt. Ja, haust du ab. Haust du ab. Das Vieh muss ich hier gleich an Dingsterbumstern. An Dingsterbumstern. Anclaim. So, in 3. 2, 1. Yeah, frohes Neues. 2, 1. Es ist wie das männliche. Mann. Und es ist ein Junge. Nein, sie ist ein ganzer Kerl, dank Schappi. Es ist ein Junge. Oh, oh Gott, dass er mit dem Kopf so aufrecht halten kann. Dann muss er da vorne kippen. So groß Level wie der Kopf 249. Ach du Scheiße. Oh. Verhalten. Ja. Wandern deaktivieren. Und Teesaufen, passiv. Da. Dein, siehst du? Ihr werdet beste Freunde. Ja, best friends, Mann. Hast du ein Pokéball dabei? Ganz nach Papi. Ja. Ja, da gucken die Beine auf. Und den Scheiß erstmal. Vor Schock. Es wird stärker sein als Penelope. Ich bin ein bisschen eifersüchtig. Wie sieht denn das hier so aus? Also, Nahkampf 520. Hat hier gerade jemand geboxt? Nee, wa? Ich weiß nicht. Das hat sich nur gerade so angehört. Ey, wenn du das Baby triffst hier, ist dein Tod, ne? Dann rennst du hier zu Fuß durch die Map. Wie sieht eigentlich... Das dauert. Was? Yeah. Yeah. Ah ja, Tee ist offen, hier oben kannst du trinken, mit E. Na, Teesaufen, hast du wieder Probleme zu lenken? Oh. Ja, nach oben. Ja, ja. Muss ich das noch ein bisschen tiefer machen? Muss ich nicht höher gedreht? Ich muss da, glaube ich, nochmal gucken. Sieht ein bisschen verzweifelt aus, die Teesaufen. Dauert ein bisschen zu lange. Da denkt ihr schneller gehen. Aber immerhin wissen wir jetzt, ihr Lieben, dass es etwas länger dauert. Dann weiß ich, dass ich da noch was machen muss. Ja, da freut sie sich. Wäre schade drum, wenn wir ein richtig geiles Vieh haben und das dann ausschlüpfen lassen oder so. Und dann... Ach, du erzählst die ganze Zeit. Ich dann anschließend rumfummel. Sollte ich vorher machen. Nee, gut, dass wir hier so ein Schlappikano hier bräuchten. Weiß ich noch, dass ich noch ein bisschen was ändern muss. Die anderen Viecher dauern bestimmt dann noch länger. Wollen wir ja nicht. Soll ja ein bisschen schneller gehen. Das ist ja... Hallo? Ja, ist erstmal für Teesaufen. Ja, kann sie erwarten, so lange. Oh, Kanusattel. Kanusattel müssen wir noch machen. Sattel, Kanu. Cool. Können wir machen? Ich bin erleuchtet, Teesaufen. Setz dich irgendwo rauf, schnell! Schnell, setz dich irgendwo rauf! Und? Hat's gefunkt? Weiß ich nicht, ich habe mich auf dein Vieh gesetzt, was eh schon Level vertickt haben möchte. Von daher habe ich es nicht mitgekriegt. Okay. Da rennst du los. So, Mami, ein Level. Das ist... Teesaufen, du kleiner NPC, wir brauchen Holz. Weißt du Bescheid? Holz. Wo willst du eigentlich Chitin und sowas haben? Chitin, Mörser. Mörtel, Pestel. Und die Perlen?
Die Perlen in der Werkbank hier, Smitty. So viele. Da. 555, vielleicht sollte doch reichen, war für das kleine Kackviech. Und das Öl, lass mich raten, willst du oben haben? Nee, du nee das Öl, oben. Genau, pack mal alles okay. In die Smitty. Da teilen wir dann auf und verteilen und du weißt schon. Ne? Wir saufen? Hat die jetzt etwa... Echt, ey, es gibt auch noch eine kleine Tür, ja? Was meinst du, was hier rumrennt? Ey. Da macht sie erstmal die Tür auf und guckt raus. Echt? Geht gar nicht. Weißt du, was hier für Gefahren sind? Hammerharte. Alter. Alter, Mann. Jetzt ist aber Hitze hier, wa? Oh. Das ist hell. Guckst du? Putt. Putt. Oh mein Gott, ja. Putt. Alles klar. Es ist sauhell hier. Ey! Warte mal. Wir müssen mal. So rum ist besser. Nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich, hier saufen. Nein. Nein. Oh. Nein. Nein. Was ist hier saufen? Willst du eine Runde spazieren gehen? Ach du Scheiße. Du kannst auch nicken. da guckt sie nur an. Du meine Güte. Das waren jetzt blaue, ne? Die können wir schon mal noch oben bringen. Oben haben wir fertig. Ja, stimmt. Oben, letzte Folge haben wir ja hier angefangen, oben noch eine Etage reinzuzimmern, ne? War in der letzten Folge? Ja, stimmt. Ja, das war letzte Folge. Und jetzt haben wir hier auch schön Ausguck mit Balkon. Zwar nur ein breit, aber hier größer. Was macht sie denn? Sie kommt ruckend nach oben. Internet. Und klebt mir, nein, mit Absicht, weil sie die Kurve nicht hinbekommt. Oh Mann. Kam sie runter. Kam sie runtergesprungen. So, was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Das Vieh dauert ja jetzt hier eine Weile. Na, das Vieh mit dem Fleisch sollte eigentlich reichen, was das Vieh da drin hat. Könnte man ja eigentlich mal rumgucken gehen, oder? Yep. Das sollte das Vieh überleben. Wir sollten eigentlich auch, ja. Pass auf, hängt mich so irgendwie am Hintern. Holz und sowas holen und uns dann hier eine. Auch Leute, irgendwie bin ich heute nicht ganz bei mir. Eine Mauer bauen. Danke, eine Mauer. Eine Mauer. Ja, hört mit sich dem Tor gut an. Und so. Damit, wenn Teesaufen schon das Tor aufmacht, uns nichts entgegenkommt. Was ist? Da guckt sie nur. So, das holen wir mal alles raus aus dem Vieh. Macht sie denn schon wieder? Will mir wahrscheinlich das Tor aufmachen. Wir müssen eh gucken, wo wir dich jetzt raufsetzen. Ob wir dich auf den Dumdum setzen oder Kalypso auf den Dumdum. Oh, kein Platz. Ah, egal. Machen wir's so. Die einzige Antwort ist, oh, kein Platz. Alles klar. Nein, ich muss da noch das eine Dumdum hier leer machen. Ja, dachte ich mir, dass wir mit dem Dumdum losziehen und... Und ein Kanu oder zwei Kanus. Na, du auch. Na, wir glitzern wieder. Juhu, warum auch immer. Teesaufen möchte mit Knutschkugel los. Nein, nicht mit unserer super hammerharten Speed-Knutschkugel, zumal die Knutschkugel doof ist, wenn dich was von hinten angreift und du da rumschlägst, bringt das nichts. Na, Kühler wäre besser gewesen, dann könntest du. Nein, du kommst mit Dumdum mit. Dumdum. Nimm Mobby. Ja, doch, Mobby. Ist das stärkste Vieh. Du stehst schon richtig. Nein, das ist Dobby. Ja, das ist Mobby. Ey! Hallo, ja, Schwanz? Ja. Oh. Ah. Oh, ah. Mm. Oh. Brauchst du eigentlich Hefe mit entleeren? Pick damit. Was? Ja, natürlich! Die Antwort kam sehr verzögert. Was? Steht.
Nein, 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 nein. Was? Oh, ja. Kalypso, bist du eigentlich wieder hier oder bist du woanders? Ich bin da, ich bin am Denken. Oh ja, okay, das ist... Oh, das Vieh ist aus der Fressschüssel. Oh, die Musik ist schon wieder so... laut. Dass ich wieder wegrennen möchte. Ich meine, ich finde die Musik ja klasse, aber... Die ist... Ja, drück! E! Und nochmal E. Was Gott, die Pfiffen? Und weg hier. Nach hinten. Auf die billige Plätze. Auf den billigen Platz. Achso, ich dachte, du gehst mit dem Kanu mit. Nein. Gut, dann bin ich eure... Vielleicht sammeln wir ja noch zwischendurch noch ein bisschen was ein hier. Wir müssen diese Gasbälle sammeln. Du meinst die Giftbälle, oder? Ja. Das brauchen wir für den Schutzanzug. Tada! 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 Wo wollen wir denn lang? Oh, ess den auf! Ja. Ess den auf! Ja! Na, killst du wieder alles? Doch. Cool, wieder leuchtet hier, ne? Der Trike? Das Trike-Fisch? Oh, hier ist... Oh, ich bin hier auf Fischer gelauscht. Leuchtet cool. Komm mal hier ein bisschen... Da krabbelt nur eins. Ja, ja, zwei. Bin auf eins. Hinter mir. Am Pappes. Hinter mir. Elia, hinter mir. Alter, die Musik level up. Das ist mir alle zu. Ja, zu laut. So, nochmal hier. Fett Image. Toll. Schönes Ding. Was will denn jetzt das Vieh? Du hättest diese auf dem Fleisch da oben doch einen Stuhl hinpacken müssen. Meinst? Ja, damit sie nicht runterfällt. Wir kennen ja Tee saufen. War das gar nicht? Nein, Leute. Was? Absolut gar nicht. Kannst du einen Stuhl bauen? Moment, lass mich mal kurz gucken. Wo ist denn der? Muss ich wahrscheinlich freischalten? Ich habe meine Punkte nicht dafür ausgegeben und ich habe nur noch... Ich kann nicht mehr. Also Level. Also freischalten. Also du weißt schon. Hab ich auf jeden Fall jetzt gelernt. Dein Bau und du kannst das in den Vier reinstecken. Dann brauche ich noch ein bisschen Fasern. So, Holzstuhl. Da freut die sich. Ey. Ja? Ja? Ich vermöbel gerade These offen. Ey, hör auf. Hast du im Dum-Dum drin? Alles klar. So, These offen. Das ist dein Benimmstuhl. Dem dich? Aus Holz? Du stehst mitten im Weg. Ich muss hier ein bisschen mittig, sonst... Nein, warte, stopp. Stopp. Den Fehler hatte ich schon mal gemacht. Bitteschön. Setz dich doch. Ja, setz dich. Ich hoffe, dich zu freuen. Setz dich. Sitz. Schön die Finger auf den Schoß haben. So ist brav. Nichts anfassen da hinten. So. Geht's lang? Was wollen wir vom Möbeln? Was willst du denn? Ich weiß es gar nicht. Wir haben noch nichts mehr dabei zum Akkutisieren oder so, wenn uns was gefällt. Ja, das ist... blöd. Juhu! Es ist vorbei. Oh, jetzt ist es lang. Ich tschüss, Leute. Ja, auf Wiedersehen. Nein, also wollen wir vorsichtshalber Pfeile und so mitnehmen? Ich gehe ja schon. Und Narkotik und Bären und Fleischeslust und alles sowas. Gutes Fleisch. Hallo Jungs. Hi. Ich bin wieder da. Alter, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Musik relativ laut ist. Voll geil.
Da hört man nur voll geil von der anderen Seite. So, das nehme ich hier alles mit. Ach, so viel Unsinn, So, Penelope. Behalten wir. Ich finde, die Stelle ist schön. Total. Boah, ey. Da ist mal fett krass. Ein Raptor und nagt einem Stego hintern. Raptor läuft Level 174. Stego, okay. Komm schon. Ihr geht's noch gut? Ja. Nee, der Raptor ist 100 was? 174. So, dann nehmen wir mal... Die Bären wollte ich und mitnehmen. Und mit Ach und Krach geht's an ein Dodo. Er killt ein Dodo. Er hat Dodo gekillt. Was war es überhaupt näher? Angriff. Teesaufen steht auf Dodos. Wo kommt denn das? Bei uns in der Bude liegt ein Parasaurus-Ei? Ja, ich hab's aus dem Kühlschrank gedroppt. Warum? Weil kein Platz mehr drin ist. So, dann nehme ich mal Hammelfleisch mit. 600, ne? Willst du ein Raptor Level 174 haben? Ich packe einfach mal ein. Reicht 600 Stück Hammel? Ja. Ja. Ich glaube, der hat jetzt These auf mir gesehen, der Raptor. Willst du den haben? Auf dieser Ebene. Willst du einen Raptor haben oder... Den reiten wir aber nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ein Raptor hier... Zu spät. Okay. Erledigt. Hätte ja sein können. Gutes Level. Warte mal, machen wir hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. Dumm, vielleicht ist da der Quake unser Weihnachtsgeschenk. Der ist als einziger so bunt. Aber Level 30? Hätten die ruhig Level 180 machen können oder so. Ach, vielleicht finden wir was Besseres. Wo waren wir denn lang? Du bist hier das Navi. Was? Ja. Wir können auch mal da oben lang. Ja, dann hopp hopp. Lass uns gucken. Alter. Ich guck nur. Auf die Karte. Es blendet. Mein Viech blendet. Schildkröte gesichtet. Du kennst ja den Weg dann zurück, ne? Halbwegs, warte. Ich muss noch mal die Fußstämme. Ich hab das Gefühl, dass man dich nicht hört. Guck dir mal die Schildkröte an. Die sieht ja auch recht quietschebunt aus, ne? Guck dir den kleinen Scheiß an. Auch so grün und rot. 24. Und da hinten ist ein Raptor. Pfeile hast du alle mitgenommen? Ja. Hast du mir was? Der Raptor sieht aber auch bunt aus, so grün und... Ist alles in mein Dings drin. Sollte ich vielleicht auch ein paar einstecken, ne? Warte. Mhm. Ich komme! Du hast aber schon Bogen, ne? Ja, ja, deswegen, ich hab's schon aussortiert. Außer Narkotik, die habe ich jetzt nicht genommen. Können auch im Kanu erstmal drin bleiben. Gut. Okay. Vielleicht finden wir ja wieder so ein Ravager, ne? Hm, wir hätten den Honig mitnehmen sollen. Vielleicht ist ja so ein Reurat Honig. Was ist denn da so rot? So ein Insekt. Und hier sind lauter Raptoren. Warum das denn? Ich glaube, die greifen dich an, ne? Ja, die greifen dich an. Dann sie doch. Lauter Raptoren. Warum ist das Vieh da rot? Weiß ich nicht. Kann man es ziehen? Guck mal, der Raptor sieht auch geil aus. Oh ja. Was für ein Level bist du? Ich glaube, das war ein Low Level. Ach man, 54. 120. Ja, aber 180, ne? Ja. Guck mal, hier wird auch gespeist. Ich trampel mit. Da kann die Tiere saufen und leveln. Oh, Entschuldigung, Insekt. Ist mir gegen die Hüfte geflogen, hat Schaden genommen.
total Turbo. Wow. Wie viel Level bist du da unten? Kann man deine Mütze haben? Vielleicht. Kill das Vieh doch mal. Nein? Nö, hab ich nicht bekommen. Traurig. Mann, oh, ich wollte die Mütze haben. Und weiter geht's. Oder? Warte mal. Ja. Ja, ich hab eine Mütze! Wie? Hast du das Vieh gekillt und... Ja, warte. Nein, so. Mein Vieh hat eine Mütze! Ja! Schnell rauf. Ich brauch eine Mütze. Hä? Wie hast du eine Mütze gekriegt? Das war als Paket daneben. Hast du jetzt willkürlich eins umgebracht? Ja, hat auch eine Mütze. Oh, vielleicht warte mal. Es hatte so ein Paket. Da stand ein Paket. Also droppen das wahrscheinlich nicht alle Viecher. Könnte ich mir vorstellen. Dann müssen wir eindeutig noch ein Vieh töten. Ey! Ja, ich brauche eine Mütze. Bum, 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 bum. Und nochmal. Hier ist noch so ein Vieh. Da, Paket. Ah. Päckchen. Boah, her damit. Es freut sich, es hat eine Mütze bekommen. Ich hab's gelevelt. Tati. Tati hat eine Mütze. Na, 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 na. Tyson, oh. Die Sorgen kriegt nichts. Ach doch. Oh. Nein, ich sehe Metall. Eisen. Boah, krass. Da? Jo. Kommst du da oben ran? Jo. Hier oben ist eine Kiste. Nein, das Ding ist kaputt gegangen. So, warte. Ich hoffe, es kommt nichts. Pilze. Alter, ein Metallklumpen. Hallo. Teesaufen, hier oben ist Kiste, Mann. Sie kommt da nicht hoch, sie hat dieses Steigeisen nicht. Teesaufen, kommst du nicht hoch, du hast dieses Steigeisen nicht. Die levelt erst, weil ich sehe es. Fertig? Müssen wir Teesaufen dann irgendwann da hochspringen? Oh. Da hinten ist Glas. Hier ist Ding. Oh, Kristall. Nee, doch. Nee, was ist das? Da was Grasmäßiges rausgekommen jetzt? Nö, ne? Doch, doch. Was? Oh. Kalypso, hör doch uns mal zu. Oh ja. Bin schon wieder aufgestiegen. Ich klopp hier rum. Hört er auch mal bald auf hier? War das dein Teesaufen? Und dann klopfst du noch mit der falschen Teil raus. Achso, ich dachte, das ist schwer. Boah, 1425. Cool. Genau, das nimmst du für Stein, Teesaufen. Das Dumm-Dumm hat hier noch eine Mütze drin? Eine Weihnachtsmütze? Hat es? Ja. Ich hab da nichts reingepackt. Teesaufen! Wo ist er? Drück mal Doppel-F. Ja, echt, ey. Drück mal Doppel-F. Jetzt kannst du es wieder nehmen. Mit E. Ja, Tee saufen. Da ist eine Gasperle. Ja. Brauchen wir auch. Oh,
Und das. Oh, ah. Ist ja nicht viel. Hallo? Aufheben? Machen wir mal auf neutral. So. Wow, das war nicht dolle. Wie schaut's aus? Hab ich. Na ja, gut. Jetzt bleiben wir hier die Stunden lang an so einem Gasteil. Tee saufen! Oben ist das. Tee saufen. Komm hier fälligst hoch. 18. Und nochmal E, Fräulein. Und sitz. Sitz. Ich kann sie voll entspannen da oben. Echt? Eins habe ich übersehen. Na egal. Weiter geht's. Runter hier, ne? Ja. Von rechts kamen wir. Ja. Na, von geradeaus kamen wir. Ein Matchup. Los, gönn dir. Futter auf. Oh, mir blutet das Herz, da ist noch ein Mashup. Hübsch hier. Was ist mit dem Gewicht? Was ist mit dem Raptor? Der rennt ja weg. Oh, Entschuldigung. Jetzt nicht mehr. Ups. Da rennen aber ganz schön viele von den Viechern rum. Was killicken hier gerade? Was? Die Insekten fehlst du. 100 und 8? Ja. Von mir gerade noch ein Level nach dem anderen. Was sollen eigentlich diese Dinger hier? Na, ich denke mal so. Ach, so ein grüner Raptor. Da kannst du was reinpacken und dann kriegst du, glaube ich, keine Ahnung, diese Platten. Weiß ich nicht. Ich hab's noch nicht reingeguckt. Was ist denn da so richtig rot? Was ist denn da? Boah, ich muss niesen. Boah, das ist aber richtig knallrotes Fieder hinten. So ein Hündchen. Echt? Ja. Voll krass. Durch und durch. Ja, der steht doch nicht im Weg rum, du dummes aber Ding. Aber sowas von. Aber Level 18. Mhm. Oh, das ist geil. Ja, ne? Ja, das Level ist echt tragisch. Tragisch. Insekt, beiseite, ich bin schneller. Vielleicht gibt's da diese farbigen Viecher jetzt nur über die Feiertage. Ja, und dann sind sie wieder normal aus. Guck mal, da ist ein Wasserfall. Oh, oh. Klappe da unten. Warte mal kurz, ich muss mich mal kurz orientieren. Okay, wir müssen, glaube ich, einfach nur den Fluss wieder entlang nach hinten. Ja? Da kam Dumm runtergesegelt. Nice. Geil. Alles Gute, wie gesagt, kommt hier von oben. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Hey. Wieso ist denn jetzt die komische Musik? Weiß es nicht. Bist du auch da? Helia. Ja, du läufst aber auch einfach nur vor. Aua, was ist denn das hier? Was klebt mir am Arsch? Was ist denn das? Ist das Wasserfische? Kommt die auch aus dem Wasser? Was ist das, kleine Äffchen? Was ist denn das? Was sind das für kleine Rotzviecher? Rotter. Dachte ich's mir. Nein! Die Süßen! Die so süß aussahen! Da ist überall... Die sind rübergekampelt, glaube ich. Ja, und die haben Mützen gedroppt. Die sammle ich natürlich ein für unsere Otter später. Oder für Warte. Fürs Dumm-Dumm! Geht nicht? Nö, ich kann's auf meinen Kanon nicht setzen. Na, dann bestimmt nur für die kleinen Viecher. Guck mal hier. Hier ist schick. Wollen wir mal kurz einen Blick? Entschuldigung. Das sind, glaube ich, die ganzen
beschiss. Nee, der, geh mal nachschauen, wie es da unten ist. Nein. Ich komme mit meinem Kanu nie wieder nach oben. Ja, das ist richtig. Ist das vielleicht diese spezielle Höhle für die Flugviecher? Kann gut möglich sein, ne? Die Stelle müssen wir uns merken. Einfach dem Fluss entlang. Nein, was sehe ich da? Metall. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Ich will so einen Otter haben. Oh, Perl. Entschuldigung, Entschuldigung. Können, ne? Ja, na, ich sitze relativ weit oben. Mit Fisch, oder? Ja, ich glaube schon. Los, knapper mal Fisch. Mach ich doch schon. Die Quelle nehmen wir natürlich hier auch mit, ihr Lieben. Die brauchen es. Aber wirklich. Yeah. Cool, das sieht doch schon ganz... Oh, Stein. Bei Ragnarok haben wir die ganze Zeit nach Ottern gesucht und hier kommen die Viecher. Ja, endlich. Dann sehen wir sie im Tier. Hier ist ein Otter. Ja. Direkt vor mir. Ihr seht da nämlich eine Mütze im Wasser. Level 12. Oh, was ist das denn, Leckere? Was ist das denn? Warte mal. Fisch? Du hast ja Fisch in deinem Dings, ne? Ich hab Fisch in meinem Dings, ja. Alter. Hä? Oh oh. Oh oh. Ich werde hier hin und her geschleitert beim Beben. Wo ist denn jetzt das Otterviech? Auf der anderen Seite von deinem Dumdum. Alter. Da. Alter. Alter, ich kann so nicht füttern. Oh, echt. Der Dumm-Dumm ist erstmal. Es will kein Fisch. Warte, ich komme mal wieder zurück. Schwamm. Warte, siehst du das, wie ich hin und her? Ja. Ich versuch's mal. Warte. Stopp, das hat doch das... Oh, nein. Warte, warte. So. Ist eine Katastrophe. Otter, ich komme. Wo ist es? Da. Nimm einen Fisch zum Füttern. Willst du mich verarschen? Ich hatte Fisch. Nimm einen Fisch zum Füttern. Speziellen Fisch? Ich hatte doch Fisch. Gebratenen Fisch vielleicht? Vielleicht. Vielleicht sind das ja so eine... Na, würdest du mal hier so ein Feuer aufstellen? Wollen wir mal machen? Jep, mach ich. Aber ich würde sagen, wir lassen das Fischfutter hier durchbrutzeln und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir mal, ob es gebratenen Fisch haben möchte. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Tschüss. Ciao.